Ja, durch den Mauerfall hatte ich die einzigartige Möglichkeit, mein Galerieprogramm zu zeigen. Also den Mauerfall selbst, den habe ich in der Galerie erlebt. Man muss ja wissen, dass ich meine Galerie erst 3 Wochen vor dem Mauerfall eröffnet hatte. Das war also noch die erste Ausstellung. Ich habe abends in der Galerie im Arbeitszimmer gesessen. Der Fernseher stand unten auf dem Fußboden, so in der Ecke. Wir hatten nicht mal einen Tisch dafür. Und plötzlich sehe ich so, wie dieser Günter Schabowski da in seinen Unterlagen herum fummelt und blättert und sucht und auf die Frage, ne, ab wann ist denn das nun die Mauer geöffnet? Und sagt er, also soweit ich das sehe, ist das sofort. Ich bin ja aus der DDR ausgebürgert worden, also nicht nur ausgereist, sondern ausgebürgert. Übrigens am 3. Oktober 1987, heute Nationalfeiertag. Und die Ausgebürgerten, die durften ja, oder die mussten zumindest damit rechnen, dass sie für den Rest ihres Lebens die DDR nicht mehr betreten, also dass sie weder ihre Verwandten noch ihre Freunde wiedersehen können. Meine Freunde waren ja die Künstler, die ich in der Galerie, die ich in der DDR schon mal fast 10 Jahre gemacht hatte. Das war ja identisch. Das war ja ein reiner Zufall. Ich wusste ja nicht, dass die Mauer fällt, als ich meine Galerie eröffnet hatte, ne? Ich habe ja gedacht, ich mache jetzt die nonkonformen Künstler aus Westdeutschland. Nur als die Mauer fiel, war mir natürlich plötzlich sofort klar, du hast jetzt die einmalige Chance. Du kannst jetzt nonkonforme Kunst aus Westdeutschland und du kannst die nonkonformen Künstler, die nicht die staatsfernen Künstler aus der DDR zeigen. Und damit hatte ich ein einzigartiges Galerieprogramm. Also Berlin ist für mich auf jeden Fall die Stadt der Kunst und der Künstler. Für mich ganz persönlich ist es die Stadt, wo sich Ost und West reiben, sehr produktiv reiben. Und diese Reibungsenergie bringt natürlich immer wieder neue Kunstprojekte hervor, mit denen wir dann auch nach außen gehen können.